Nachdem wir in unserer Klassiker-Rubrik bereits mehrfach LucasArts Adventures Tribut gezollt haben, soll diesmal ein Werk der großen Rivalen von Sierra an der Reihe sein: Space Quest. Seinerzeit war Weltraumheld und Teilzeit-Tollpatsch Roger Wilco beinahe so berühmt wie Lara Croft, was er vor allem dem eigenwilligen Humor der Adventure-Reihe zu verdanken hat. Die zog so ziemlich alles durch den Kakao, was in der Science-Fiction Rang und Namen hat. Allen voran Star Trek und Star Wars. Der vierte Teil der Reihe glänzt nicht nur mit handgezeichneter VGA-Grafik und Sprachausgabe in der CD-ROM-Version, auch die Steuerung war für damalige Verhältnisse recht komfortabel. Statt des damals noch oft verwendeten Textparsers setzte Sierra auf Maussteuerung, mit der sich die Aktionen wie Nehmen, Reden, Gehen, aber auch Riechen und Schmecken schnell auswählen ließen. In Sachen Spielwitz konnten die Sierra Adventures den Geschwistern von LucasArts allerdings nie so recht Paroli bieten. Und beim erneuten Anspielen für den Klassiker-Test wird auch deutlich, warum. Die meisten Puzzles lösen wir durch schlichtes Ausprobieren. Dass man Gegenstände oft kaum vom Hintergrund unterscheiden kann, ist auch nicht gerade hilfreich. Dass wir hier beispielsweise das Seil rechts unten einsacken können, haben wir noch recht schnell rausgekriegt. Aber uns dann zu verstecken und das Teil auszuwerfen, um damit den kleinen Roboter einzufangen, erfordert schon etwas mehr Fantasie. Oder eben Trial and Error. Eine berüchtigte Eigenheit der Sierra Adventures, der Tod lauert an jeder Ecke. Wenn wir hier beispielsweise zufällig auf diesen großen Roboter treffen, postet der den armen Roger Wilco und wir müssen neu beginnen. Für Fans von Point-and-Click-Adventures vom alten Schlag gehören Space Quest 4 und 5 aber auch heute noch zu den spielenswerten Klassikern.